Willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, zum Press Briefing des Science Media Centers zum Thema E-Fuels. Mein Name ist Veronika Fritz, ich bin Redakteurin für Energie und Mobilität hier am SMC. Ich freue mich, dass Heidi Heinrichs, Jörg Sauer und Falko Ückert heute hier sind und sich die Zeit nehmen für die Diskussion. Ich stelle sie gleich noch genauer vor. Zuerst aber kurz zum Hintergrund für dieses Press Briefing. Es sind jetzt noch gut 2 Wochen bis zur EU-Wahl. Durch den Wahlkampf steht unter anderem der Klimaschutz im Verkehr wieder im Fokus und dabei vor allem die Zukunft von Verbrennermotoren. Eng verknüpft mit dem Thema ist die Diskussion um die Frage, ob E-Fuels genutzt werden könnten und sollten, um Autos klimaneutral zu fahren. Denn die EU schreibt vor, dass Pkw, die ab 2035 neu zugelassen werden, keine Treibhausgasemissionen ausstoßen dürfen. Die Produktion von E-Fuels beschränkt sich momentan noch auf Pilotanlagen. Im industriellen Maßstab werden die synthetischen Kraftstoffe noch nicht hergestellt. Weil die Mengen wohl auch auf absehbare Zeit noch sehr knapp sein werden, ist also eine Diskussion darüber wichtig, in welchen Sektoren ein Einsatz von E-Fuels sinnvoll ist. Ein Bereich, der wenig Alternativen für klimaneutrale Antriebe hat, ist der Flugverkehr. Hier ist noch wichtig anzumerken, dass die Nutzung von klimaneutralen Kraftstoffen allein nicht zu klimaneutralen Flugreisen führt. Ein großer Anteil der Klimawirkung, Schätzungen zufolge ungefähr 2/3, werden nämlich nicht vom CO2-Ausstoß der Kraftstoffe, sondern durch andere Effekte wie Kondensstreifen erzeugt. Diese Effekte sind dann bei E-Fuels nicht automatisch kleiner als bei fossilen Kraftstoffen. Trotzdem werden E-Fuels für das klimafreundlichere Fliegen eine große Rolle spielen. Die Nutzung von nachhaltigen Kraftstoffen wird auch Thema auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung sein, die vom 5. bis zum 9. Juni in Berlin stattfindet. Bevor wir nun zur Diskussion kommen, noch ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten. Wir freuen uns, wenn Sie viele Fragen stellen. Schreiben Sie die Fragen aber bitte in den Frage- und Antwortbereich von Zoom und nicht in den Chat. Dann ist es für uns einfacher, die Fragen zu sammeln, zusammenzufassen und sie den ExpertInnen zu stellen. Eine Aufzeichnung des Gesprächs finden Sie ungefähr 2 Stunden nach Ende des Gesprächs auf unserer Website. Das überarbeitete Transkript können wir ab Montag ebenfalls auf der Website zur Verfügung stellen. Und eine maschinell erstellte Rohfassung des Transkripts können Sie über den Link in der Einladungsmail ungefähr 1 Stunde nach Ende des Pressbriefings herunterladen. Nun darf ich als erstes Falko Ückert vorstellen. Er ist Senior Scientist am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und leitet dort das National Energy Transitions Team. Er kann heute Fragen zu den ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen rund um E-Fuels beantworten. Außerdem ist Heidi Heinrichs bei uns. Sie ist Abteilungsleiterin der Ressourcenstrategien der Jülicher Systemanalyse am Forschungszentrum Jülich und dort erforscht sie die globalen Potenziale für die Herstellung von E-Fuels und die nötige Logistik zur Verteilung. Und schließlich begrüße ich Professor Jörg Sauer. Er ist Leiter der Abteilung Reaktionen und Materialien des Instituts für Katalyseforschung und Technologie am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Sauer beschäftigt sich aus der technischen Perspektive mit der Herstellung von synthetischen Energieträgern und der Hochskalierung der Prozesse. Schön, dass Sie alle drei hier sind. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Sauer. Wenn elektrischer Strom in chemische Energie in Form von E-Fuels umgewandelt wird, geht immer ein Teil der Energie verloren und das Verhältnis von erhaltener Energie zu ursprünglicher Energie, nennt man Wirkungsgrad. Herr Sauer, wie ist das bei den Pilotanlagen, die heute schon E-Fuels herstellen? Wie viel Energie geht dabei verloren und kann das in den nächsten Jahren noch verbessert werden und welcher Wirkungsgrad wäre da das Ziel? Ja, vielen Dank für die schöne Frage, Frau Fritz. Die werden in der Literatur dazu sehr wenig Informationen finden. Viele der Ergebnisse, die publiziert werden, basieren auf Modellrechnungen, wo einzelne Forschungsanstrengungen in den einzelnen Prozessschritten vom elektrischen Strom, der Bereitstellung von CO2 und dann die Herstellung der Kraftstoffe dann einfach ausgerechnet ist, in Form von Massen- und Energiebilanzen. Wirklich experimentell ermittelte Effizienzen gibt es leider recht wenige. Das hängt auch damit zusammen, dass der Aufwand, diese Messungen durchzuführen, sehr hoch ist. Und das eigentlich nur dann möglich ist, wenn man dann tatsächlich auch aufbauend auf den Experimenten dann auch Anlagenbau betreiben will. Die Größenordnungen, die genannt werden aus den Simulationsrechnungen, bewegen sich in der Größenordnung von etwa 40, 45 bis 60% für flüssige Kraftstoffe und im Bereich von 60 bis teilweise über 80% für die Herstellung von Methan als Energieträger.
Das ist, finde, das ist meiner Meinung nach auch ein schon interessantes Indiz. Also Methan ist ja ein relativ einfacher chemischer Prozess. Da gibt es auch wenig Aufwand, dann das Produkt von den Nebenprodukten und Einsatzstoffen zu trennen. Da hat man also tatsächlich die Option, bis zu 80% dann Gesamteffizienz zu erreichen. Das wäre für mich auch so das Ziel, das man auch für die anderen flüssigen Kraftstoffe erreichen sollte. Im Moment sind die Prozesse, die da betrachtet werden, sind außerordentlich komplex und laufen über mehrere Stufen ab. Es gibt aber Ansätze, die Prozesse zu vereinfachen. Und wenn man jetzt so in die wissenschaftliche Presse schaut, kommt eigentlich fast jeden Tag beziehungsweise jede Woche kommt eine neue Entwicklung, dass jemand Prozesse integriert hat. Die Integration, das ist das Letzte, was ich noch sagen will, die kann dann auf verschiedenen Ebenen stattfinden, sowohl dann die Skalierung in Einrichtungen, wo man eben Prozessschritte integriert. Das wäre zum Beispiel bei uns am KIT im Energy Lab möglich. Oder dass man Prozesse neu entwickelt, die halt diese Prozessschritte dann direkt integriert. Also da kann man zum Beispiel elektrochemische Synthesen anwenden. Und wie gesagt, wenn ich ein Moonshot-Projekt dann ausrufen dürfte, dann so mondlandungsmäßig, dann würde ich mir das Ziel setzen, eben diese 80% auch für flüssige Kraftstoffe zu erreichen. Okay, ja, vielen Dank für die Größenordnung. Wir sprechen ja hier heute hauptsächlich über flüssige Kraftstoffe. Also da sagten Sie 40 bis 45%, ungefähr vielleicht bis zu 60. Vielleicht muss man hier dann nochmal darauf hinweisen, dass sich die Angaben, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt oft darauf beziehen, also auf die Umwandlung von der Energie im Strom auf die Energie in den E-Fuels beziehen. Und dann ist es ja so, dass wenn die E-Fuels im Motor nochmal verbrannt werden, nochmal Energie verloren geht. Ja, vielen Dank. Herr Ückert, wie eben schon erwähnt, wird in der Politik viel darüber diskutiert, in welchen Sektoren E-Fuels überhaupt eingesetzt werden sollten. Wie ist das aus Ihrer Perspektive? In welchen Bereichen sind E-Fuels unverzichtbar für ein Erreichen von Klimaneutralität? In welchen Sektoren ist es noch unklar, ob wir E-Fuels brauchen, ob wir sie einsetzen sollten? Und in welchen Sektoren sind E-Fuels überflüssig, weil es bessere und günstigere Lösungen gibt? Ja, diese Frage stellen wir uns vor allen Dingen, weil E-Fuels so knapp sind und so teuer sind. Also E-Fuels sind heute praktisch noch nicht verfügbar. Und sie werden auch in Zukunft in vergleichsweise winzigen Mengen, also im Vergleich zu riesigen Nachfragen in den Sektoren, wo wir sie wirklich brauchen, nur zur Verfügung stehen. Und sie, wenn man die Kosten schaut, werden sie aus fundamentalen Gründen teurer bleiben als fossile Energieträger, als andere Klimaschutzoptionen, wo es andere Klimaschutzoptionen gibt. Man kann sogar näherungsweise sagen, da lässt sich viel zu sagen, weil kann man sogar sagen, es ist die teuerste Klimaschutzoption. Deswegen stellen wir uns. Ich mache mal kurz mein Video aus, weil meine Internetverbindung sagt, sie sei unstable. Ja, ich glaube, so wird es auch besser mit dem Ton. Dankeschön. Genau. Das bedeutet, wir werden eine Hoffnungsbereitschaft für E-Fuels nur dort haben, wo sie unverzichtbar sind. Und das bedeutet auch, wenn man politisch E-Fuels entwickeln möchte, weil sie für die Klimaneutralität unfassbar wichtig, weil unverzichtbar sind, dann sollte man sich auf jene riesigen Sektoren konzentrieren, in denen sie eben unverzichtbar sind. Um gesellschaftlich Kosten zu sparen, um fürs Gesamtsystem der Energieversorgung Kosten zu minimieren und um auch knappe Staatsmittel ja, verantwortungsvoll auszugeben. Und nun, was sind diese unverzichtbaren Nachfragen? Die sind vor allen Dingen der Flugverkehr, dann der Schiffsverkehr, Chemie, vor allen Dingen die stoffliche Nachfrage nach Wasserstoff oder Kohlenwasserstoffen. Das zusammen sind riesige, unfassbar große Mengen. Und um das mal zu verdeutlichen, die Quote europäisch für 2030 in dem Nummer 1 unverzichtbaren Sektor Flugverkehr ist 1,2%. Das ist etwa das, was man für plausibel hält im Hochlauf auf der europäischen Ebene. Dann gibt es ein breites Spektrum von möglichen Anwendungen, in denen E-Fuels wahrscheinlich keine Rolle spielen werden, beziehungsweise in Nischen, die wir heute noch nicht kennen. Und dann ganz am anderen Ende dieses breiten Spektrums, wo eben Vermeidungskosten und Vermeidungsoptionen teuer sind und knapp sind, ganz am anderen Ende haben wir eine Anwendung, bei denen sich die Energiesystemforschung sehr einig ist, dass es da eine dominante Option gibt. Und das ist nämlich der PKW mit der E-Mobilität. Und genau dort ist der breite Einsatz von E-Fuels zwar heiß diskutiert,
aber weder sinnvoll noch wahrscheinlich noch wettbewerbsfähig. Es kann auch hier sein, dass es in Zukunft kleine Nischen gibt, einige reiche Menschen, die auch in 2050 so sehr am Verbrenner hängen, dass sie dem Flugverkehr die teuren E-Fuels wegkaufen, während alle anderen günstig elektrisch fahren. Das ist auch möglich, weil eine E-Fuel-Ausnahme implementiert wird auf europäischer Ebene. Das heißt, es gibt gar kein Verbrennerverbot nach aktuellem Plan. Ein Verbrennerverbot, das ja, wenn überhaupt, auch nur ein Neuzulassungsverbot in 2035 wäre. Das heißt, lassen Sie mich enden mit einem Kommentar zu dieser Debatte. Wer heute gegen ein Verbrennerverbot argumentiert mit Visionen von einem breiten Einsatz von E-Fuels beim Pkw, der wirft eine Nebelkerze. Man kann kritisch gegenüber den EU-Flottengrenzwerten sein und sie für zu ambitioniert halten. Aber E-Fuels sind nicht die Alternative. Die Alternative ist, und das ist weniger Klimaschutz und höhere Klimaschäden in Kauf zu nehmen, weil diese Debatte um E-Fuels im Pkw die unvermeidbare Transformation hin zur E-Mobilität verzögert. Okay, ja, vielen Dank für den Überblick. Also Sie sagen, Flugzeug, Schiff und Chemie, das sind die Sektoren, die E-Fuels auf jeden Fall brauchen werden auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und ja, Sie haben schon sehr deutlich gemacht, dass aus Ihrer Perspektive die Debatte um E-Fuels im Pkw-Bereich ja, beendet werden könnten, dass das in der Breite, in der Anwendung nicht, ja, nicht sinnvoll sein wird. Also vielen Dank. Dann nun zu Frau Heinrichs. Wenn über den Einsatz von E-Fuels gesprochen wird, stellt sich auch die Frage, wo die Kraftstoffe in Zukunft eigentlich produziert werden. Was ergibt da Ihre Forschung? Welcher ungefähre Anteil könnte kosteneffizient in Deutschland produziert werden und was müsste in Zukunft wahrscheinlich importiert werden? Ich muss da vielleicht sagen, wir gucken uns da primär erstmal den Wasserstoff an und dann erst im nächsten Schritt die E-Fuels. Und die Szenarien, die wir im Moment in unserem Institut berechnet haben, gehen davon aus, dass wir für Deutschland in 2045 ungefähr 60, vielleicht bis 70% an Wasserstoff, also grünem Wasserstoff, importieren müssten. Dass wir aber die verbleibenden 30 bis 40% definitiv in der lokalen Produktion sehen, das heißt in Deutschland hergestellt. Dann muss man noch ergänzen, von den 60 bis 70% heißt es natürlich nicht, dass die gleich von der ganzen Welt geliefert werden, sondern wir sehen auch große Potenziale in Europa. Vor allem halt die südlichen, südeuropäischen Länder, vor allem auch Spanien. Aber auch Griechenland und die Türkei sind da durchaus gute Optionen, wenn wir jetzt von den Bedingungen für erneuerbare Energien sprechen. Da sehen wir, wenn wir uns global Potenziale und Kosten für Wasserstoffproduktion anschauen, dass vor allem Länder mit günstigem PV-Potenzial da ganz vorne mit dabei sind. Deswegen halt auch die südeuropäischen Länder. Wind aber auch durchaus eine synergistische Rolle spielen kann. Spannend ist dabei im Prinzip, wovon das denn abhängt, wie viel wir denn importieren oder nicht. Weil wenn wir von der europäischen Ebene reden, hängt das ganz stark davon ab, wie wir die Infrastruktur dafür entwickeln. Das heißt, wie können wir zum Beispiel Erdgas-Pipelines in Wasserstoff-Pipelines umwidmen oder welche Pipelines können wir in welchem Zeitrahmen neu bauen? Ohne die werden wir in Europa, sagen wir mal, keine Wasserstoffimporte nach Deutschland sehen. Analoge Frage stellt sich dann natürlich außerhalb von Europa. Vielfach diskutiert wird das nördliche Afrika. Wir immer noch die Frage stellen, wie politisch stabil sind dort die Lieferbeziehungen oder auch zukünftig halt. Dann ist immer noch die Frage, importiere ich dann, sag mal, via Schiffe, also Hochseetransport oder halt vielleicht Pipelines nach Nordafrika. Da finden wir den Aspekt der Importabhängigkeit immer sehr, sehr wichtig, weil Pipelines binden mich an einen Kunden oder Anbieter, während bei Schiffen ich natürlich eine größere Bandbreite nutzen kann. Ja, vielen Dank für den Überblick. Genau, wir haben schon erste Fragen von den teilnehmenden Journalistinnen und Journalisten. Die erste Frage bezieht sich nochmal auf die Effizienz. Vielleicht, Herr Sauer, könnten Sie was dazu sagen oder auch Herr Ückert dann noch ergänzen. Und zwar, genau, Befürworter von E-Fuels weisen, also von E-Fuels oder wie auch von grünem Wasserstoff, weisen darauf hin, dass das Effizienzargument an Bedeutung verliert, wenn die grünen Brennstoffe in Regionen hergestellt werden, wo Erneuerbare, also Wind und Sonne, im Überfluss vorhanden sind und entsprechend billig sind. Da ist die Frage, wie Sie dieses Argument
bewerten? Gerne Herr Sauer zuerst. Ja, da wird sicher gleich die Diskussionen auch drum gehen. Also natürlich ist das Potenzial gerade in Deutschland eher schlecht. Es gibt Länder, die noch schlechter sind mit ihrem erneuerbaren Potenzial, aber Deutschland ist jetzt nicht das Land mit total gutem erneuerbaren Energienpotenzial. Deswegen man sollte eigentlich die Effizienz nicht auf die Strommenge beziehen, sondern eigentlich auf die Erzeugungsanlagen. Dann hat man eigentlich einen besseren Vergleich und dann schneiden natürlich andere Länder. Frau Heinrich sagt es gerade, wo halt mehr PV-Potenzial und mehr Windpotenzial ist, besser ab. Aber natürlich, also man muss das immer in Relation sehen. Also die Anzahl an Windanlagen, die ich brauche, um eine Raffinerie mit Rohstoffen auszustatten, ist trotzdem groß. Also da deswegen, also man muss sich das mal ausrechnen, welche Energiemengen gewandelt werden müssen. Und dann wird man relativ schnell zu der Aussage kommen, dass langfristig das Szenario nicht sein kann, dass wir alle mit E-Fuels Auto fahren. Das wird nicht funktionieren. In dem Übergangsbereich sehe ich das anders, weil eben die Zahlungsbereitschaft zwangsläufig bei den Pkw-Fahrern relativ hoch ist und auch durchaus so produktflexible Anlagen für die Herstellung von Kraftstoffen denkbar ist. Deswegen kann man heute Anlagen bauen, die dann E-Fuels-Quote oder eine Refuels-Quote bei Kraftfahrzeugen dann erfüllen und die man dann später auf Jet-Fuel-Erzeugung umstellt. Das ist durchaus denkbar und natürlich in diesem Markthochlauf wär das auch meiner Meinung nach ein sinnvolles Szenario, was wir auch im Refuels-Projekt in Baden-Württemberg so auch verfolgen. Ja, Herr Ueckert, wollen Sie da noch ergänzen zu der genau Frage, wie sich das auf die Effizienz auswirkt? Ja, gerne. Ich sage erst was zur Effizienz und den Kosten und dann antworte ich kurz auf das Argument von Herrn Sauer. Ja, am Ende, also es stimmt, das Effizienzargument wird abgeschwächt, weil man E-Fuels gut verschiffen kann und damit wirklich die besten erneuerbaren Standorte erreichen kann, wo dann auch der Wind wie in Chile doppelt oder dreimal so oft oder so stark, also die Auslastung der Anlagen ist doppelt oder dreimal so stark wie in Deutschland beispielsweise. Man sollte dazu in Anlagen gehen, wie Herr Sauer sagt, und am Ende geht es aber um Kosten. Und diese Kosten sind nicht nur die Energiekosten, die da reinkommen, sondern die Investitionskosten für jede einzelne Umwandlung, der Elektrolyseur, die Syntheseanlagen, die CO2-Quelle. Und diese Umwandlungsschritte, die werden sich in Kosten fundamental auch langfristig übersetzen. Und die Kosten werden dann eben höher sein, wenn es beim Pkw geht, im Vergleich zu etwas, das direkt den Strom nutzt, wie das E-Auto. Und die Kosten können zudem erhöht sein, wenn man nach Chile geht, Südchile, wo die Infrastruktur nicht da ist, die Industrie nicht da ist. Also da sind die SOI also die Kosten pro Kilowattstunde Strom sicherlich sogar noch höher als hier, zumindest für die ersten Anlagen, obwohl da mehr Wind weht. Also das wäre eigentlich die richtige Argumentation. Zum zweiten Argument. Ich stimme Herrn Sauer zu unter einer Bedingung und die wäre, wenn wir es schaffen, also erstens, wir haben die hohe Zahlungsbereitschaft im Pkw nicht in der Breite. Das sind Nischen. Aber es wäre total toll, wenn wir die bekämen und gleichzeitig die Breite von der E-Mobilität überzeugen könnten. Ich sehe die große Gefahr, dass das nicht möglich ist, diese Trennung. Und dass sobald wir E-Fuels irgendwie mit Quoten, auch bei Raffinerien, in die Breite hineinlenken, dass da so ein Bild entsteht von, okay, das wird doch wohl in der Langfrist für alles funktionieren und eigentlich zu einer Verzögerung der notwendigen Transformation führt. Ja, zu dem Themenbereich gibt es direkt eine Anschlussfrage, vielleicht noch kurz vor Heinrichs und dann, ja. Ja, wenn wir von Effizienz reden, dürfen wir natürlich den Pkw am Ende nicht vergessen. Wenn wir den vergleichen zu einem Elektrofahrzeug oder Brennstoffzelle, hat der klassische Verbrenner einen massiv schlechteren Wirkungsgrad. Das heißt, wir müssen einfach vorne mehr Energie reinpacken, um die gleiche Kilometeranzahl reinzukriegen. Das sollte man bei diesen Effizienzen in den kompletten Ketten nicht vergessen. Und auch bei den E-Fuels, wo wir sie produzieren, also ob wir im Prinzip den Wasserstoff über die Welt transportieren und sie dann hier produzieren oder halt auf der Welt produzieren und dann die E-Fuels transportieren, sollten wir den Wertschöpfungsverlust für Deutschland und Europa nicht vergessen. Das ist nicht nur der Wertschöpfungsverlust dieser Industrien, sondern auch die damit verbundenen Kompetenzen.
Vielen Dank. Okay, Herr Sauer. Ja, aber da gibt es ja Lösungen für, die haben wir ja auch schon bisher genutzt. Also natürlich muss man das beachten und die Lösung ist, dass man eben Zwischenprodukte transportiert. Ob das sich dann im Markt so entwickelt, wissen wir natürlich nicht. Also das ist jetzt im Moment so, da träumen wir alle davon, dass man Methanol transportiert und irgendwie ein Crude erzeugt, was so ähnlich ist wie Rohöl in Zukunft. Aber ob das sich so entwickeln wird, wissen wir alles nicht. Also ich glaube, wir sollten auch nicht zu lange auf dieser Frage rumdiskutieren. Das ist doch einfach klar, dass Elektromobilität ist das effizienteste Konzept und dem muss man Vorrang geben. Da gibt es Randanwendungen. Mein Liebstes ist immer die Motorsäge, wo halt einfach die Energiedichte beim Benzin hoch ist. Aber das sind halt auch kleine Mengen. Also der kann man ja bei Stihl fragen, wie viel die an Kraftstoff über den Baumarkt verkaufen, so, und das sind ja kleine Mengen. Also deswegen, das ist irgendwie, wir haben doch das mit der Nebelkerze gerade gehört. Das ist irgendwie so eine Geisterdiskussion. Trotzdem sind es, am Schluss bleiben riesige Mengen. Sind es 20 Millionen Tonnen, 30 oder 40 Millionen Tonnen an Kohlenwasserstoffen. Das zu erreichen, die dann irgendwie, wie nennen wir es so, zu dekarbonisieren, das ist eigentlich die Herausforderung und nicht die Frage, wie viel Porsche-Fahrer da noch mit Benzin fahren werden. Okay, also im Pkw-Kraftverkehr langfristig nur noch in Nischen. Hier kam noch die Frage, welche Rolle E-Fuels denn für die absehbar riesige Pkw-Bestandsflotte spielen werden, die ja auch weit über die 30er Jahre hinaus noch existiert. Herr Ueckert, gerne. Also vielleicht haben Herr Sauer und ich ganz, ganz leichte Differenzierung in der Frage, je nachdem, ob man es eben schafft, da in der Bestandsflotte noch Zahlungsbereitschaften zu bekommen. Aber das große Argument, da denke ich, sind wir uns auch einig, der heutige Bestand, der bis in die 2030er Jahre existiert, ist an Fossile verloren. Punkt. Also wir werden in der Bestandsflotte nicht substanziell einen Kraftstoffwechsel hinbekommen. Es geht um den zukünftigen Bestand, der heute geschaffen wird durch die Neuzulassung. Und der muss elektrifiziert werden. Ja, kurze Antwort. Ja, das klingt alles relativ eindeutig. Hier kam aus dem Publikum eine Frage, die eher eine Metafrage ist, und zwar, warum sich die Wissenschaft oder in Anführungszeichen die Wissenschaft ja nur so zurückhaltend äußert zum Thema E-Fuels im Verkehr, gerade im Vorfeld der Europawahl. Warum da nicht ja, deutlichere Stimmen zu hören sind. Gibt es da jemanden, der die darauf antworten möchte direkt? Herr Sauer vielleicht? Soll ich, ja. Also ich würde sagen, es ist einfach, es gibt nicht die Wissenschaft. Und Deutschland ist natürlich auch nicht alleine unterwegs. Also ich bin relativ häufig die letzte Zeit in Griechenland gewesen. Wie wird denn da der Wandel stattfinden? Vieles ist doch da noch unbekannt, wie das sich entwickeln wird. Auch da wird es dann langfristig Elektromobilität geben, aber wie wird der Übergang gestaltet? Und ich glaube, die Wissenschaft, deren Aufgabe ist doch da erstmal, also zumindest wenn man Technologieforschung macht, ist so erstmal Lösungen bereitzustellen. Ich bin doch nicht der Schiedsrichter, der dann sagt, ja, also das macht keinen Sinn, über irgendein Thema zu diskutieren. Das schaffe ich ja noch nicht mal bei meiner Verwandtschaft. Ja, wie würden Sie das sehen? Stimmen Sie zu oder sehen Sie das anders, Herr Kurt, vor allem? Ja, das kommt auch politisch oft so von wegen, wir haben keine Glaskugel, die PolitikerInnen haben das nicht und die Wissenschaftler haben das auch nicht. Naja, also es gibt schon gute Gründe, warum wir Szenarienforschung machen. Und es gibt eine sehr ausgeprägte Community der Szenarienforschung auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt die Internationale Energieagentur, die vielleicht das wichtigste Szenario, den World Energy Outlook mit dem Net Zero 2050 Szenario macht. Das zitiere ich jetzt mal. Und das ist einigermaßen repräsentativ für die Ergebnisse, die wir in dieser Szenarienforschung produzieren. Das Zitat ist: In 2050 sind global, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, was dahinter steckt, im Straßenverkehr 0% E-Fuels. Und das liegt einfach daran, dass es nicht so ist, dass wir nichts wissen würden. Es gibt First Principles, es gibt fundamentale Gründe, warum die E-Mobilität den Verbrenner ablösen wird, ähnlich wie der Verbrenner-Pkw die Pferdekutsche abgelöst hat. Und das sollten wir nicht ignorieren. Und ich stimme gleichzeitig zu, dass der E-Mobilitätshochlauf riesige Schwierigkeiten hat und Herausforderungen hat.
Und die sollten wir angehen. Wir sollten aber nicht mit einer Scheinlösung davon ablenken, weil das forciert einen Lock-in. Und dann, wenn wir das sauber trennen, dann können wir auch ganz frei und viel konstruktiver, und mich nervt die Debatte auch, weil die wissenschaftlich so langweilig ist, dann können wir viel konstruktiver darüber sprechen, wie kriegen wir den E-Fuel-Hochlauf für die riesigen Mengen hin, die wir auf jeden Fall an nachfragenden und unverzichtbaren Sektoren haben werden. Dankeschön. Zu dem Hochlauf kommen wir sicher auch später noch. Es gab aber noch mal eine Frage, noch mal zu dem Thema Nebelkerzen von E-Fuels im Verkehrssektor. Können Sie was dazu sagen, wer Ihrer Meinung nach Interesse in der Politik daran hat und ob auch die Automobilindustrie ein Interesse daran hat, dass diese Option E-Fuels im Pkw-Verkehr ja weiter diskutiert wird? Vielleicht kann auch Herr Ückert dazu am ehesten was sagen. Das ist nicht Teil meiner Forschung. Das sind Vermutungen. So, mit diesem Disclaimer kann ich sagen, natürlich wäre es schön, wenn wir eine Lösung hätten, eine Klimaschutzoption, die strukturkonservativ in dem Sinne ist, dass wir nicht viel ändern müssten. E-Fuels haben ja den Charme, zumindest in so einer breiten E-Fuel-Vision, dass sie die Last der Transformation ins Ausland, in die Zukunft und auf die Angebotsseite schieben. So eine Lösung sieht dann erstmal so aus, als ob wir KonsumentInnen nichts verändern müssten. Ähnlich ist es im Übrigen mit Wasserstoff im Gebäudesektor. So ein bisschen. Das stimmt aber nicht. Die Rechnung geht halt nicht auf. Aber diese Geschichte zu erzählen, ist natürlich sehr, sehr charmant. Aber sie grenzt, das sage ich ganz vorsichtig, an Populismus. Zumindest dann, wenn man sich eigentlich der wissenschaftlichen Fakten, ja, wenn man sich der bewusst ist. Vielen Dank. Es kam noch eine Frage zum Thema Carbon Dioxide Removal. Und zwar die Frage, genau, wenn CO2 als CO2-Quelle CDR verwendet wird, ob das nicht ein weiteres Pro-Argument für E-Fuels wäre, weil die CDR-Techniken breit gefördert werden und irgendwo muss das abgeschiedene CO2 ja hin. Vielleicht Frau Heinrichs oder Herr Sauer, könnten Sie dazu was sagen? Frau Kann ich gerne Heinrichs, ja. machen. Also es wird ja schon, sag mal, erforscht, wie man CO2 dann halt auch zusammen mit Wasserstoff für weitere chemische Produkte nutzen kann. Und das ist halt vor allem für die chemische Industrie interessant, weil die natürlich ganz, ganz viele Edukte im Moment aus Rohöl gewinnen, was natürlich auch C enthält. Und die brauchen eine Alternative. Aber ich glaube, das ist eher der Treiber, es sind nicht die E-Fuels. Herr Sauer, wollen Sie dazu noch was ergänzen? Ja, aber man muss die C-Bilanz einmal im Auge haben. Also also CDR wird man brauchen, um negative Emissionen zu erzeugen. Also dieser Kreislauf ist erstmal offen mit den E-Fuels. Also ich emittiere verteilt über die Erde das CO2 und muss es dann über die Pflanzen oder über CO2-Absorption dann wieder einsammeln. Und deswegen, also die Wettbewerb wird eher entstehen, also das kann man gut beobachten bei den Kollegen aus den Golfstaaten, dass die Diskussion eher kommen wird, ob nicht Kompensation gemacht wird. Also dass man so viel abscheidet, dass man quasi Emissionen aus dem Flugverkehr kompensieren kann. Das ist eine Diskussion, die ist super spannend. Also da haben sicher Einschätzer, die Kollegen, die Systemanalyse machen Einschätzungen dazu. Ich finde die super spannend. Meiner Meinung nach hat es auch immer alles was mit Macht zu tun. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, dass es nicht so ist, dass so viel CO2 durch CDR abgeschieden wird, dass man damit ja irgendwas machen muss, sondern dass eher die Frage ist, wie viel davon sollte man endgültig der Atmosphäre entziehen und bleibt dann quasi noch was übrig, was man, oder ja, wie groß wäre die Menge dann, die man dann zum Beispiel für E-Fuels nutzen könnte? Nee, die Frage, die da auch ganz offen diskutiert wird, ist, brauche ich überhaupt E-Fuels oder kompensiere ich einfach durch CO2-Abscheidung und Sequestrierung das, was in solchen Sektoren emittiert wird? Und da ist natürlich das Argument, sind die Kosten Herstellung von E-Fuels im Vergleich zur Sequestrierung von CO2. Und das hat meiner Meinung nach auch immer eine Frage, hat auch eine Frage Macht zu tun, weil natürlich es Länder gibt, die halt auf sehr günstigen Ölquellen sitzen und auch die Möglichkeit haben, CO2 sehr günstig endzulagern.
Und das ist aber eine kleinere Anzahl an Ländern. Ob das unser Interesse sein kann, dass sowas passiert, das bezweifle ich. Okay, also dann eher die Frage, nutzt man überhaupt E-Fuels für den Flugverkehr oder fliegt man weiter fossil, Genau. ja, Und kompensiert? dann gibt es Länder wie Saudi-Arabien, die dann die Menge an CO2 aus der Atmosphäre holen für uns. Das dürfen wir dann bezahlen. Frau Heinrich, Sie wollten auch noch dazu was ergänzen? Ja, vielleicht, wir sind in einem Projekt im westlichen Afrika, das nennt sich 3i. Da haben wir tatsächlich eine Produktionsroute, die vorne eine Direct Air Capture hat und die so betreibt, dass sie sowohl CO2 abscheidet als auch Wasser aus der Atmosphäre, um dann über eine Elektrolyse am Ende hinterher auch Methanol zu produzieren. Also im Prinzip beides, was man für die Methanolproduktion braucht, zur Verfügung zu stellen. Wir haben zum Glück auch Klimawissenschaftler und Meteorologen dabei. Die schauen sich dann nämlich an, wenn man sowas großskalig in einer Region macht, wie wirkt sich das denn da auf das Wetter und die mal, lokale Atmosphäre aus? Und die sind sich im Moment noch nicht sicher, wie weit denn auch dieser Wasserentzug, der teilweise halt immer noch damit auch einhergeht, sagen wir auch die Wasserbilanzen in den Regionen verändert. Und das sind ja oft dann Regionen, die sehr sonnenreich sind und heute schon recht trocken. Also das ist eine Frage, mit der beschäftigt sich die Forschung noch, zu gucken, wie wäre der atmosphärische Einfluss oder auch der Wettereinfluss lokal, wenn wir wirklich in den Mengen Direct Air Capture Anlagen platzieren. Herr Ückert? Ja, zu Direct Air Capture auch nochmal. Also wir haben nicht so viel atmosphärisches CO2. Im Gegenteil, die CO2-Quellen, also atmosphärisches CO2, entweder direkt aus der Luft entzogen oder über biogene Quellen, ist ein entscheidender Engpass bei der Herstellung von E-Fuels, aber eben bei allen, die Kohlenstoff brauchen. Und die Kosten für die Direct Air Capture, die CO2-Luftabscheidung, wo man es eben direkt aus der Atmosphäre nimmt, die sind leider in den letzten Jahren, zumindest die Erwartung über diese Kosten, gestiegen. Wir hatten da ein paar Jahre lang gedacht, das wird schnell billig. Das lag an zum Beispiel Climeworks, dem Marktführer in dem Bereich, die gesagt haben, in gut 10 Jahren sind wir dabei. Rund 100 € die Tonne CO2 nur fürs Capturen. Die haben jetzt ihre Abschätzung korrigiert. Die haben gewissermaßen zugegeben, dass sie aktuell noch bei, die haben das in Dollar, 1000 Dollar pro Tonne CO2 stehen und dass sie Ende dieser Dekade bei so 300 bis 700 stehen wollen und als langfristigen Zielwert haben die 100 bis 300 Dollar pro Tonne CO2. Das kann man auch dann direkt interpretieren. Also das erhöht, wenn E-Fuel auf DAC basiert ist, erhöht es natürlich die Kosten. Und das ist so ein bisschen die untere Grenze für die CO2-Vermeidungskosten. Also wenn wir heute bei 1000 Dollar pro Tonne CO2 stehen, nur für das CO2-Entnehmen und alle anderen Kosten ignorieren, dann sind die Vermeidungskosten dieser E-Fuel-Option 1000 Dollar pro Tonne CO2. Und wir wissen, im Moment sind wir bei 45 € pro Tonne CO2 im Mobilitätssektor als CO2-Preis und der wird nicht ambitionierter gemacht, zum Teil, weil man fürchtet, dass es eben keine Zahlungsbereitschaft dafür gibt und die soziale Kompensation schwierig ist, zumindest noch nicht implementiert ist. Dankeschön. Dann kommt eine weitere Frage zum Thema Einsatzmöglichkeiten für E-Fuels in Luft- und Schifffahrt. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, welche Alternativen zu E-Fuels hätten wir denn in der Luft- und Schifffahrt? Was wird da diskutiert? Herr Sauer, mögen Sie anfangen? Ja, im Moment die Quotenerfüllung, die wird erstmal mit normalen Biofuels erfolgen. Das ist dann, das sind Altspeisefette, die dann hydriert werden, um dem Kraftstoff zugemischt zu werden. Da gibt es auch Quellen, die dann aus Rest- und Abfallstoffen stammen. Muss dann zertifiziert werden. Das ist recht aufwendig, aber insgesamt ist der Prozess kostengünstiger als E-Fuels. Der zweite Schritt ist die Entwicklung, vor allem in den USA, aufbauend auf Ethanol. Da gibt es viel maisstarke Ethanol in den USA. Das wird sich jetzt mittelfristig stärker Richtung Flugverkehr verschieben und dann also zum Flugzeugkraftstoff umgewandelt werden und dann da eingesetzt werden. Und danach kommt dann hoffentlich eine Welle, dass man Biomasse-Reststoffe einsetzt, also auch lignocellulose Ethanol oder andere
Reststoffpotenziale nutzt und dann kommen die E-Fuels. Generell ist es so, dass alle Kraftstoffe, über die ich gerade gesprochen habe, dass die Hoffnung besteht, dass die sauber verbrennen, also auch diese indirekten Effekte des Flugverkehrs besser, also günstiger werden, wobei ich da noch keine Zahlen weiß, wie stark dann der Effekt wäre. Ja, Frau Heinrichs? Kollegen vom HZB in Berlin, die arbeiten ja im Rahmen des Kerosinprojekts an diesem auch synthetischen Kerosin. Und die schlagen sich im Moment mit der Herausforderung herum, dass, wenn das ganz, ganz rein ist, um sag mal, solche Verbrennungsnebenprodukte zu vermeiden, die andere Stoffeigenschaften nicht mehr in den heutigen Antrieben der Flugzeuge funktionieren. Dass die dann im Prinzip da noch die Flugzeuge verändern müssten, konstruktiv. Das heißt, im Moment müssen die theoretisch diese sehr sauberen Kerosine künstlich wieder, ich nenne es jetzt mal dreckig machen, damit sie in heutigen Flugzeugen funktionieren. Also da ist auch noch Forschungsbedarf, wie man da im Prinzip die Flugzeugflotte anpassen kann. Vielleicht, Herr Sauer, weil ich glaube, Ihre Ausführungen zielten jetzt vor allem auf den Flugverkehr, vielleicht noch ergänzend den Schiffsverkehr, da wurde ja auch angesprochen. Da ist im Moment ein ganz großer Trend zur Richtung Ammoniak zu sehen. Einfach weil die großen, sagen wir mal, Betreiber von Flotten da eine Option sehen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Das hat natürlich ein paar Nebeneffekte. Also Ammoniak ist hochgiftig. Wenn man es einatmet, im günstigsten Fall hat man halt eine Reizung, im schlimmsten Fall, war es das. Und das schon in relativ geringen Mengen. Das heißt, wenn wir solche Schiffe natürlich in Häfen oder ähnliches haben und es da zu größeren Leckagen mit auflandigem Wind geht, muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein. Hinzu kommt, dass es auch noch Forschung gibt, die sich die Ammoniakeffekte in der Atmosphäre angucken und sich da noch nicht ganz schlüssig sind, ob das nicht auch einen Treibhausgaseffekt hat. Also im Prinzip könnte es sein, dass man das eine gegen das andere tauscht mit dem gleichen Effekt. Aber was das jetzt sehr perspektivisch in der Schifffahrt auch möglich wäre, wären Wasserstoffantriebe. Aber das ist dann auch wirklich noch Zukunftsmusik. Also da sind auch, in dem Kontext werden auch diese Flüssigwasserstofftanker diskutiert, die natürlich einfach aufgrund der physikalischen Eigenschaften eine gewisse Abdampfungsrate des gekühlten Wasserstoffs haben. Und dann natürlich überlegt wird, den dann auch direkt für den Antrieb zu nutzen, um die Effizienz weiter hochzuschrauben. Kawasaki Industries hat da ja einen ersten Prototypen fahren und hat angekündigt, dass sie so Mitte der 30er Jahre damit auch an den Markt gehen wollen. Wir sind da sehr gespannt. Aber das ist immer noch eine Alternative dann halt auch im Überseeschiffsverkehr. Schön. Jetzt aber, Sie hatten gerade schon Biokraftstoffe als Alternative für E-Fuels angesprochen. Gibt es da Abschätzungen dazu, welchen Anteil des Bedarfs nachhaltige Biokraftstoffe ja, decken könnten? Herr Sauer und sonst auch Heinrich? Nee. Also, nee, also da sage ich nichts zu. Das ist eine komplizierte Geschichte. Da muss man zum Beispiel Frau Tränen vom Umweltforschungszentrum befragen, die ist da viel besser zu Hause. Ich wollte noch zu Frau Heinrichs was sagen. Ja, das ist ja das Synthetic Paraffinic Kerosin, ist im Moment nicht zugelassen. Also man müsste das immer blenden, wie Sie gesagt haben. Ich habe aber jetzt von den Flugzeugbauern gehört, dass die Turbinenhersteller und die Flugzeugbauer die Flotten umrüsten auf SPK Ready. Also die werden langfristig dann in der Lage sein, den paraffinischen Kraftstoff zu verbrennen. Also ich finde das eine total tolle und faszinierende Option. Also da gibt es auch noch andere Fragen, also Dichte zum Beispiel ist eine Frage, aber also ich glaube, das wird einfach ein toller Trend, dass halt insgesamt Fliegen sauberer wird und das ist zwar teurer, aber dann in gewissen Mengen immer noch machbar ist für Privatleute. Herr Ückert? Ja, vielleicht zu den
Biokraftstoffen nochmal ein Beispiel aus dem Flugverkehr, das so ein bisschen widerspiegelt, wie das Verhältnis da sein könnte. Also es gibt als Teil dieser EU-Verordnung der Refuel Aviation gibt es Quoten, sowohl für SAF, also für Sustainable Aviation Fuels, das sind so Oberquoten, und dann gibt es eine Unterquote für E-Fuels, um sicher zu sein, dass man E-Fuels entwickelt, weil man antizipiert, dass man es braucht. Und die Oberquote zum Beispiel für 2030 ist 6%, und die Unterquote ist 1,2%. Man kann auch mehr E-Fuels machen, man kann auch die 6% voll mit E-Fuels machen, aber wahrscheinlich ist es eben so, dass die Differenz zwischen beiden biobasierte Sustainable Aviation Fuels sein wird und dann nur diese 1,2% E-Fuels. Und diese E-Fuel-Quote, die läuft dann langsam hoch auf aktuell 35% langfristig. Und so läuft auch die übergeordnete Quote hoch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie auf 70 oder 100% hochläuft. Die Zahl habe ich gerade nicht parat. Aber irgendwie läuft dann eben substanziell oder wird den Großteil abdecken. Dankeschön. Ja, nochmal zum Thema Flugverkehr. Sie hatten jetzt schon gesagt, es wird auf jeden Fall teurer, wenn man nachhaltige Kraftstoffe verwendet, um zu fliegen. Kann man da ungefähr abschätzen, wie sich das nachher wirklich auf die Kundinnen und Kunden auswirkt? Also welche Auswirkungen das, ja, die Steigerung für den Preis der Kraftstoffe auf die Ticketpreise dann nachher wirklich hat? Herr Ueckert, können Sie dazu was sagen? Also da kann ich ganz grob was zu sagen. Also die Kraftstoffkosten der Anteil an einem Flugticket sind etwa 25%. Das kombiniert mit den sehr niedrigen Quoten, die wir kurz- und mittelfristig haben für E-Fuels. Die E-Fuel-Quote geht dann in 2035 auf 5% hoch übrigens. Also diese Kombination wird eigentlich dazu führen, dass man kaum etwas merkt an den Ticketpreisen. Also da kommt über die E-Fuels jedenfalls kein Treiber rein. Da kommt eher substanziell noch ein Treiber rein über die fossilen und den CO2-Preis, der da dranhängt und gezahlt werden muss. Einfach weil die Anteile noch klein sind und die hohen Kosten für E-Fuels werden quasi breit geschmiert über alle Kundinnen und den gesamten Treibstoff, der eben zu größten Anteilen noch fossil ist. Und dann ja langfristig. Ja, da kann man mal ein Gedankenexperiment machen. Also es gibt da einige Unsicherheit, wie teuer E-Fuels langfristig sind. Es gibt auch jetzt noch keine E-Fuel-Preise, die ganz kurzfristigen Preise, aber das ist ein bisschen unfair, dass ich das mache. Aber da sage ich mal, wenn man dieses Chile-Projekt, das Haru-Oni-Projekt, was ein Demonstrator ist, wenn man den umrechnet in Kosten pro Liter, dann ist man da bei 50 Euro pro Liter. Das bedeutet einfach schlicht, das ist noch nicht kommerziell. Aber da kommen wir hin, da wo es die Zahlungsbereitschaften eben gibt. Langfristig können die Kosten so einer Größenordnung von zwei bis dreimal so viel wie so ein Rohbenzinpreis sein, also ohne Steuern und Abgaben. Das heißt, diese 25% würden sich dann vielleicht verdoppeln, vielleicht verdreifachen. Wenn sie sich verdreifachen, dann sind wir beim 1,5-fachen des heutigen Ticketpreis. Aber man darf nicht vergessen, der CO2-Preis für die restlichen Emissionen, insbesondere auch die Nicht-CO2-Emissionen, die Sie eingangs einsprachen, der wird es ganz schön teuer machen. Und wahrscheinlich werden wir tatsächlich da Kompensationen für, also in einem klimaneutralen System brauchen wir Kompensation dafür. Und dann hängt es davon ab, wie teuer ist diese Kompensation. Dankeschön. Ich springe noch mal einmal zurück zum Thema Mobilität auf der Straße. Dazu gab es die Frage, dass also wird es wegen des stockenden Hochlaufs der E-Mobilität und der steigenden klimapolitischen Notwendigkeit, den motorisierten Individualverkehr zu dekarbonisieren, nicht dazu kommen, dass der Einsatz von E-Fuels staatlich gefördert wird, also praktisch wie derzeit so fossile Kraftstoffe subventioniert wird. Ja, wahrscheinlich, Herr Ueckert, könnten auch Sie am ehesten was dazu sagen. Pardon, ich bin ein bisschen abgedriftet. Können Sie die Frage nochmal Ja, wiederholen? genau. Es geht darum, dass ja die Notwendigkeit besteht, den Verkehr zu dekarbonisieren und wegen der stockenden E-Mobilität, dem stockenden Hochlauf, ob es dann nicht dazu kommen wird, dass E-Fuels staatlich gefördert werden, subventioniert werden. Also, da muss man erstmal ein bisschen Fact-Checking machen und ein bisschen rauszoomen. Also, global steigt die E-Mobilität rasant an. Also wenn man kürzlich hat die IEA den Elektromobilitätsoutlook veröffentlicht, und da sieht man sehr stark, wie immer noch exponentiell die Zulassungen steigen. Man sieht aber auch, dass
insbesondere und also auch in der EU steigen sie, aber in Deutschland und auch in der UK stagniert die Neuzulassungsrate gerade. So zwischen 20 bis 30%. Und das ist natürlich besorgniserregend, bedeutet aber nicht, dass man jetzt eben die E-Fuels als Komplement da irgendwie reindrücken muss. Man muss sich eher überlegen, wie überkommen wir die Bremsen der E-Mobilität. Jetzt ist die Frage, ob wir über E-Mobilität reden oder über E-Fuels. Ich rede mal kurz über E-Fuels. Also der CO2-Preis macht da wahrscheinlich wenig aus genannten Gründen. Die Quoten sind ein Schlüsselinstrument, um hier eine Zahlungsbereitschaft zu erzwingen. Quoten sollte es aber aus ökonomischer Perspektive nur da geben, wo E-Fuels auch notwendig sind. Dieses Brückenargument, da muss man länger darüber diskutieren, hatte ich am Anfang gesagt, nur wenn man die E-Mobilität dann nicht vernachlässigt. Und ich fürchte, das geht nicht. Und schließlich kann man noch über Subventionen, also über Förderung reden. Förderung auf Forschungs- und Demonstrationsebene macht Sinn, einfach um notwendige Innovationen zu machen. Herr Sauer hatte einiges gesagt, Effizienzen hochbekommen, Prozessintegrationen hinbekommen. Absolut. Auch ohne dass man irgendwie einen Demonstrator bindet an irgendwie einen Sektor. Das wäre Quatsch aus meiner Perspektive. Was aber sehr teuer wird, wird eine Subvention von der Diffusion von E-Fuels. Das können wir uns nicht leisten aus meiner Perspektive. Es gibt ein Instrument, das macht es so ein bisschen. Muss mal gucken, wie das anläuft. Das ist H2 Global. Die machen keine reine Kostenübernahme aller Kosten, sondern die fragen dann auch noch die Zahlungsbereitschaft ab und bezahlen die Differenz zwischen den Importkosten und den Zahlungsbereitschaften. Auch das, wenn man das benutzen will, um in Sektoren das richtig substanziell hochzufahren, wird das sehr, sehr teuer. Die haben gerade in der Größenordnung von 5 Milliarden, die sie erstmal da in ersten Tranchen reingeben und auch nicht nur für E-Fuels, sondern auch zum Beispiel für Ammoniak. Aber genau, das wird seine Grenzen haben. So dass es am Ende die Quoten sind, dann so langsam in der Zeit ein steigender CO2-Preis und natürlich die Förderung von Forschung und Demonstration. Dankeschön. Eine kurze Nachfrage dazu. Sie hatten von Subvention von Diffusion gesprochen. Vielleicht können Sie da noch einmal kurz erläutern, was Sie damit meinen. Mit Diffusion mein ich Marktdiffusion, das heißt wirklich ein Markthochlauf, also eine Förderung, die darauf abzielt, diese Option in den Markt hinein zu bringen, vielleicht zu drücken, wenn man so will. Und die wäre eben sehr teuer, deswegen sollte es da Alternativen geben. Ja, danke schön. Zum Thema Hochlauf und Steigerung des Angebots haben wir auch einige Fragen bekommen. Und ich würde jetzt aber auch langsam zum Ende kommen und Ihnen deswegen gerne alle drei nochmal die Frage stellen, die Sie sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten können. Und zwar, genau, es ist jetzt ja so, wie Sie gesagt hatten, dass die Nachfrage nach E-Fuels auf jeden Fall perspektivisch steigen wird, dass dafür gerade im Flugverkehr vermutlich sehr viel gebraucht wird, ist aber im Moment einfach wirklich nur eine sehr, sehr geringe Mengen an E-Fuels überhaupt gibt. Von daher, Herr Sauer, vielleicht könnten Sie aus technischer Perspektive einmal sagen, was nötig wäre, um einen Markthochlauf von E-Fuels ja, zu erwirken. Frau Heinrich, Sie könnten vielleicht was zur globalen Perspektive sagen, zu der Logistik, die man vielleicht aufbauen müsste. Und Herr Ückert, Sie dann eben nochmal vielleicht ein oder zwei Maßnahmen aus der Politik, die jetzt sinnvoll wären, um das Angebot an E-Fuels zu steigern. Gerne, Herr Sauer, zuerst. Also wir müssen einerseits disruptive Entwicklungen fördern, die halt die Möglichkeit bieten, die Komponenten günstiger und effizienter herzustellen. Und andererseits müssen wir uns um Demonstrationsvorhaben kümmern. Und dafür müssen wir Randbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Also die Sorge, die ich immer habe, ist, Deutschland ist immer Pionier in solchen Entwicklungen. Wir hatten früher eine große Veranstaltung mit NREL, wo man gemerkt hat, also die USA interessieren sich jetzt auch stärker für Power to X, und es wird da jetzt auch intensiver diskutiert als in der Vergangenheit. Wir sind Pionier, aber verlieren dann irgendwann das Momentum und dann übernehmen andere das, weil die dann staatlich gesteuert rangehen. Und das sollte halt nicht immer passieren. Also wir sollten uns eben fokussieren auf die Sektoren, die relevant sind und da den Markthochlauf so begleiten, dass maximal unsere Volkswirtschaft dadurch gestärkt wird. Und dann nicht das Rennen den anderen überlassen. Und wir sind
oft zu früh, dann zu wenig fokussiert und finden dann keine Instrumente, wie man es umsetzen kann, sodass wir davon Nutzen haben. Dankeschön. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Und zwar, genau, immer sind E-Fuels ja gerade noch sehr, sehr teuer. Was könnte, oder woran liegt das aus technischer Perspektive und was könnte man da in Zukunft vielleicht noch verbessern? Also gerade wirklich an den Prozessen der Herstellung. Ja, man muss sie halt demonstrieren, dann im größeren Maßstab die Prozesse integrieren, so wie man das bei chemischen Prozessen immer macht. Und dann werden die Kosten langfristig auf die Werte steigen, die Herr Ückert vorhin genannt hat. Also da sind wir uns ziemlich einig. Das ist einfach eine Skalierungsfrage. Und wer da halt, da gibt es nicht viele Anbieter, die dann im Markt Platz haben werden. Und da sollten halt Anlagenbauer von uns mit dabei sein. Und wir sollten das auch selber, also unsere Produkte dann auch in Europa dann selber herstellen und nicht das anderen überlassen. Okay, danke schön, Frau Heinrichs. Ja, also europäisch gesehen werden wir definitiv eine Wasserstoffinfrastruktur brauchen, um das halt auch voranzukriegen. Weil wo immer wir E-Fuels herstellen wollen, werden wir den Wasserstoff brauchen als Edukt. Das müssen wir einfach entsprechend planen. Und zwar ist da die Herausforderung, gleichzeitig die Versorgungssicherheit mit Erdgas in der Transformation nicht zu gefährden. Um dann halt, wie Herr Sauer schon meinte, auch lokal E-Fuels herstellen zu können. Perspektivisch, so global gesehen, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man solche erneuerbaren Energieprojekte mit Wasserstoffproduktion, gegebenenfalls E-Fuels, ansetzt, dass man vor allem die Wasserversorgung vor Ort im Blick hat. Weil viele der Regionen sind trocken, haben wenig Grundwasser und man muss definitiv sicherstellen, dass dort nicht sagen wir mal, die lokale Wassersituation noch verschärft wird. Das würde einfach noch mehr Konfliktherde auf der Welt schaffen. Eine relativ günstige Option sind Meerwasserentsalzungsanlagen. Die sind für die Trinkwasserherstellung sehr teuer, aber weil Trinkwasser entsprechend günstig ist im Vergleich, im Wasserstoffpreis oder in den Kosten fallen diese Kosten im Vergleich zur Grundwasserbereitstellung aber nicht wirklich ins Gewicht. Es ist teurer als Grundwasser, aber es sind wirklich kleiner als 1% der Wasserstoffkosten würde es verteuern. Aber auch da muss man aufpassen, dass man sie halt nachhaltig gestaltet, um halt küstennahe Umweltsysteme nicht zu zerstören. Das ist technisch möglich. Man muss halt nur Standards setzen und wir Europäer müssten darauf achten, dass das auch eingehalten wird. Dankeschön. Herr Ueckert, noch kurz zum Schluss. Ich habe schon einiges gesagt, aber mache jetzt noch mal einen, setze noch einen Akzent, und das ist die CO2-Bepreisung. Also es wäre ja total gut, wenn wir gar nicht mehr diskutieren müssten, wo welche Option eingesetzt werden müsste. Und dafür gibt es tatsächlich technologieneutrale Instrumente. Und das übergeordnete technologieneutrale Instrument ist die CO2-Bepreisung. Also hier einen ambitionierten CO2-Preis auch im Verkehrssektor hinzubekommen und den dann perspektivisch mit der Energiewirtschaft und der Industrie zu mergen und das dann europäisch mit vielleicht in einem Klimaclub, vielleicht mit einem CO2-Grenzausgleich, wie es gerade ist, damit dann wirklich Marktakteure entscheiden können, wo der Einsatz von Technologien sinnvoll ist. Und da wäre es insbesondere schön, dass die so oft Technologieneutralität und Offenheit sagen, sich dann auch so richtig einsetzen mal würden für ein wirklich technologieneutrales Instrument. Denn die Subvention einer teuren Option in einen anderen Sektor ist vielleicht technologieoffen, wenn man sagt, okay, machen wir jetzt auch noch, aber ist nicht technologieneutral. Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir auch schon ja, über unsere Zeit drüber. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Expertinnen, liebe Expertinnen und liebe Experten, für Ihre Zeit heute, dass Sie hier an der Diskussion teilgenommen haben. Danke auch an alle Journalistinnen, die dabei waren. Ich fand das Gespräch sehr spannend und hoffe, dass Sie auch Neues mitgenommen haben. Ja, dann möchte ich mich noch bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die hier im Hintergrund unterstützt haben. Wenn Sie noch Material benötigen, melden Sie sich gerne unter der Mailadresse redaktion@sciencemediacenter.de. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal noch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.